im Moment noch einige Kolleginnen und Kollegen die Zeit nutzen, um die Plätze... Das wäre so episch, wenn ihr da mal rumlauft. Jungs, ihr müsst euch vorstellen, in der USA, stell ich mal vor, das Ding hier würde gestürmt werden, weißt du, ich meine, von irgendwelchen Querdenkern und die stehen da vorne am Rednerpult und machen irgendeine Scheiße. Das ist in den USA passiert, weißt du, ich meine, aber USA sind nochmal so krank Unterschiede, das realisiere ich immer noch nicht. Was, wenn wir in dieser Stürmung des Kapitols, was das eigentlich wirklich war, habe ich gerade dran gedacht, Entschuldigung. Ihren Fraktionen einzunehmen, nehme ich jetzt Gelegenheit. Oder wie die Kunke sagen würden, Patrioten im was? Kapitol! Der Abgeordneten von Storch einen Ordnungsruf... Erstens ausdrücklich der Abgeordneten von Storch einen Ordnungsruf zu erteilen, sie zweitens aufzufordern, hier im Plenum während der vorangegangenen Debatte aufgenommene Fotos, welche inzwischen in mindestens einem Social-Media-Kanal veröffentlicht wurden, erstens von ihrem Gerät zu löschen, wohl auch diesen Tweet zu löschen, wohl wissend, meine Jungs, dass das Internet nichts vergisst. Ich behalte mir weitere Ordnungsmaßnahmen nach Betrachtung der Schwere. Es wäre jetzt so peinlich für Sie, wenn Sie jetzt einfach ignorieren würden, einfach nichts sagen darf. Da muss ich irgendwann das Mikrofon geschlagen oder runternehmen. Des Verstoßes gegen unsere Geschäftsordnung vor. Dazu gibt es keine Aussprache. Die leidet hat, das ist ein Irrtum. Ich muss dazu etwas sagen, ich habe kein Foto aus der Sitzung veröffentlicht. Das ist ein Foto aus dem Fernsehen. Oh, ja, gut, das wird dazu legit. Eine Veröffentlichung kann kein Irrtum sein. Zung, veröffentlicht. Ich habe kein Foto aus dem Plenarsaal veröffentlicht. Ich habe ein Foto aus der Fernsehübertragung von Phoenix veröffentlicht und ich bitte Sie daher, diesen Ordnungsruf zurückzunehmen. Ich habe nichts Unerlaubtes getan. Ich sehe das Problem, darin sehe ich das Problem. Ich nehme diesen Ordnungsruf im Moment nicht zurück, weil dieser Ordnungsruf bezog sich erst einmal auf die Aufnahme, die Sie vorhin gemacht haben. Ich habe dazu Ihren parlamentarischen Geschäftsführer vorhin zu Ihnen geschickt und eine Aufforderung entsprechend erlassen. Ich werde meine Ordnungsmaßnahme prüfen. Wir haben hier ein Verfahren, wie wenn ein Ordnungsruf zu Unrecht erteilt wurde oder eine mildere Maßnahme angezeigt ist, wie das geheilt werden kann. Das kann ich aber jetzt hier vorn in den Verhandlungen nicht auflösen, sondern das werde ich nach diesem Einsatz hier vorn tun und dann werden wir das im geregelten Verfahren regeln. Junge, was war das für ein Satz, Alter? Bin auf der Hälfte ausgestiegen. Meine Damen und Herren. Oh nee, hätte sie doch weiterreden können, jetzt kommt Bernd, Alter. Mit dieser olivgrünen Kriegs- und Katastrophenpolitik müsste nun auch dem Letzten aufgefallen sein, dass sich mit erneuerbaren Energien Deutschland eben nicht autark versorgen lässt. Kohle und Atomenergie. Ja, das ist aber ganz richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, was gehört zu haben, dass wir, wenn wir allein auf erneuerbare Energie gehen, es nicht schaffen, Deutschland komplett Dings zu machen. Weiß nicht aber, ob das stimmt. Habe ich aber gehört, wenn wir Atomkraft nicht dazu ziehen. Wird in Deutschland noch Jahre benötigt, sichert Arbeitsplätze und Wohlstand für die Mittelschicht und die Bürger eben auch im ländlichen Raum. Mit erneuerbaren Energie haben wir viel größere... True, aber wirklich, Digga. Wirklich, mit erneuerbaren Energie so viel mehr für die Arbeit. Real talk, man. Das Genuschel bei den Masken ist normal, keine Ahnung. Oh, deswegen, Herr Habeck, sollten Sie nicht bei Antidemokraten in Katar nach Gas betteln, sondern die heimischen Energiequellen, die Kohle- und Atomenergie, die eben sauber und günstig seit Jahren verfügbar ist, die sie seit... Kohle ist sauber? Irgendwas hat der Mann, glaube ich, nicht mitbekommen. Also, dass Atomenergie sauber ist, okay, kann ich nachvollziehen, aber Kohle? Kaputt machen, stärken und sichern. Es ist an dieser Stelle mehr... Oh Gott, diese Lache hat so hart fake geklungen. Holy shit, Jungs, lauscht mal bitte. Stärken und sichern. Sie hat so gar nicht echt geklungen. Es ist an dieser Stelle mehrfach deutlich gemacht worden, dass das Fotografieren in der Sitzung und aus der laufenden Sitzung... Wie schwer kann es sein, Alter? ...aus untersagt ist. Frau von Storch... Ist aber auch, wenn ich jetzt ein Selfie machen würde, wenn mir jetzt neben meinen Kollegen, wenn ich jetzt hier... neben Gauland sitzen würde und die schon so über die Wange strecken. Feini, bist du ein Feini? Ja, du bist ein Stück Scheiße, wenn ich davon ein Foto machen würde. Und auch er das okay findet. Wäre das legit, wenn man nur uns beide sieht, aber man weiß, es ist im Plenarsaal, das ist glaube ich auch nicht legit, oder? Euch sie haben, während... Kohle, Junge. Das war so ein Banger, der Gronk-Song davon. ...der Rede eines Kollegen fotografiert und damit gegen die... Wenn ich legit, habe ich fast gedacht, aber ich würde... Jungs, hätte ich nicht auch mal Bock, so alten Menschen über die Wange zu streichen, weißt du, ich meine? Maßgabe verstoßen.
Richtig ist, dass sie dieses Foto... Ich kenne das, Digga. Ich war gerade voll krass, voll impressed, dass du das auch kennst, Digga. Du kennst es auch. Offensichtlich nicht. Alter, Digga, halber Frankenstein, Digga. In den sozialen Medien gepostet haben. Jungs, der Typ sieht so, der sieht so gefährlich aus. Stell dich vor, der trägt jetzt komplett schwarzen Anzug und spielt mit so einem Messer rum, weißt du, mein? Und mit so was anderem. Der hat so einen Cognac. Und dann sagt er, biete mir irgendwas, weißt du, mein? Ich hätte so Angst, er mich umbringt. Darauf kommt es aber nicht an. Und damit bleibt der Ordnungsruf so erhalten. So, und was tut unsere Politik gegen die steigenden Preise? Ein hochbezahlter Ex-Politiker gab die Parole raus, frieren für die Freiheit. Und eins sage ich Ihnen, er wird nicht frieren, wenn die Preise weiter steigen. Minister Habeck gab Energiespartipps und kommentierte, das schont den Geldbeutel und ärgert Putin. Und das Bundeskartellamt schießt den Vogel ab und rät wegen Monopolpreisen auf Autobahntankstellen dazu, zum Tanken von der Autobahn runterzufahren. Ja, Heidewitzka. Also das Zweite kann ich nachvollziehen. Ja, da gab es Monopol, vermutliche Monopol, Kartellabsprachen, die nicht geschlagen wurden. Aber das Erste, hä? Er hat einfach nur gesagt, Jungs, also wenn ihr jetzt gerade, also wenn ihr das könnt, ist das gar nicht legit, ihr könntet ja mit Putin und die russische Regierung ärgern, das spart. Weißt du, das ist auch überlegit, Digga. Vielleicht wäre es die Aufgabe des Kartellamtes gewesen, Monopolpreise zu verhindern, anstatt solche Geheimtipps auszuarbeiten. Und das ist ja wie ein Witz. Woanders reguliert die Politik die Energiepreise. Hä? Ist doch jetzt Wahlkampf in NRW. Ach so! Natürlich! Jetzt ergibt es Sinn! Und bei uns werden Energiespartipps... Da hab ich gar nicht vorher drüber nachgedacht, Jungs. Wahlkampf in NRW. Tipps und Durchhalteparolen von gut bezahlten Politikern an weniger gut bezahlte Haushalte durchgegeben. Und dann müssen Sie sich auch vor Ihre Bürgerinnen und Bürger stellen und auf die Notwendigkeit dieser Ausbaumaßnahmen hinweisen, sich hinter diese Maßnahmen stellen, Bund und Länder und es den Bundesenergieminister nicht allzu schwer machen, dass die Ziele erreicht werden. Denn wenn wir sie nicht erreichen, werden wir hier ganz andere Debatten über Energiepreissteigerung in Zukunft haben. Das sollten wir vermeiden. Hier gilt es jetzt, die Ärmel aufzukrempeln und alle müssen ihre Verantwortung dabei auch übernehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Yeah. Vielen Dank, Herr Minister Finkwart. Das ist gar viel spannender scheinbar. Der Langmut des Deutschen Bundestages mit Vertretern der Länder ist nahezu grenzenlos. Aber auch er hat kaputt? Grenzen, die in der zeitlichen Beschränkung des Beitrages gipfeln. Aber herzlichen, ja, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ist so, wie sie ist, Frau von... Das traurig, mir ist halt nicht mal aufgefallen, dass das da noch war, ne? Das habe ich einfach nicht gemerkt. Ich empfehle Ihnen, sie nachzulesen, damit Sie diese Zwischenrufe sich ersparen können. Oh, Kreidiger! Oh nee, oh Spahn, Jungs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Tschüss, kann er sich sparen. Ich hasse mein ganzes Amt der Existenz. Danke, Herr Minister Finkwart, dass Sie nochmal deutlich gemacht haben, wo die CDU regiert. Ganz kurz, wer ist der Mann eigentlich? Also irgendwer von der Bundeswehr, aber was ist er? Da geht's mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Zu der aktuellen Debatte und zum Titel der Debatte. Wir hätten uns übrigens einen politischeren Titel gewünscht, aber das ist... Aktuelle Stunde zur... Leider mit den Titeln dieser... der aktuellen Stunde immer so, dass die neutral sein sollen. Also unser Titel wäre gewesen, Kehrtwende der Bundesregierung, zu spät, zu wenig, zu bürokratisch. Alles drin in den Titel. Da hat er eingerissen. Die Facebook-Gruppe lacht. Der trifft. Da gibt es bestimmt Mini-Meme drüber. Oh, das wird krank. Dann ziemlich genau. Wenn ich das irgendwann nochmal sagen würde, Herr Spahn, wären Sie doch lieber beim Gesundheitsthema geblieben. Da hatten Sie mehr Kompetenz als bei denen. Also, überlege mir nochmal, ob ich diesen Satz... Und das war schon wirklich sehr, sehr wenig Kompetenz, die er da hatte. Zurücknehme, aber... Pepe! Ich bin echt sprachlos. Und vor allem, wenn man Ihren Forderungen hier gefolgt hätte, Herr Spahn, dann erinnere ich nur daran, Sie haben gesagt, wir sollten mal öfter auf die CDU hören. Ihr Fraktionsvorsitzender... Ja, ich würde eine Runde Velo machen, aber nur eine. Merz hat am 10.3. die Gaslieferung von über Nord Stream 1 sofort einzustellen. Was hätte denn das für eine Auswirkung auf die Energiepreise gehabt? Das, was Sie hier machen, ist doch ein doppelzüngiges Spiel, sich hier hinzustellen. Sie fordern Dinge, die die Energiepreise nach oben getrieben hätten, und andererseits fordern Sie hier Energiepreissenkungen. Das ist zynisch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was ich? Wie heißt Nestle mit Nachen, Digga? Das ist ungeil. Was ich besonders schlimm fand, ist, dass Sie sich lustig machen über Menschen, die Energiespartipps geben, dass sie sich lustig machen über Menschen, die Wege aufzeigen, solidarisch zu sein mit denen, die abhängig sind vom Energieverbrauch. Sie wollen die Energieversorgung günstiger machen. Sie wollen die Energieversorgung günstiger machen. Ja, günstiger kann sie werden, wenn wir weniger verbrauchen. Energie ist extrem knapp, Gas ist knapp, Öl ist knapp und deshalb ist es so teuer. Ja, natürlich können wir alle, ja, und insbesondere die Reichen, sie tun mal wieder so, als würden Energiespartipps sich nur an die Ärmeren richten. Natürlich können wir alle solidarisch sein und die Reichen verbrauchen viel mehr Energie als sie.
Facts. Und ja, natürlich, wenn wir alle dazu beitragen, und ich bin sicher, dass Herr Habeck sehr viel mehr dazu beiträgt als Sie, weil er nämlich verstanden hat, um was es geht. Das ist darum, Kinder machen die Arbeit. Geht, den Energieverbrauch zu reduzieren, um die Energiepreise wieder runterzubekommen, weil gerade die Leute mit wenig Geld in der Tasche darauf angewiesen sind. Kinder zu versklaven ist schlimmer als ist es schlimmer, einen 8-Jährigen zu versklaven oder zwei 17-Jährige? Einfache Energie zu bekommen. Und ja, da hilft auch mal ein Energiespartipp. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Menschen sind ziemlich verratzt, wenn sie auf Sie hören. Wenn sie sagen, ach nee, ich versuche gar nicht. Ist auch viel ineffektiver, Digga. Mit weniger Energie zurecht. Wer ist denn so dumm und versklaven 8-Jährigen? Und wenn sie dann im nächsten Winter und im nächsten Sommer ihre Abrechnungen sehen werden, ja, und dann bei Ihnen anklopfen und sagen, oh, Sie haben doch gesagt, ich soll nicht sparen, aber ich kann es nicht bezahlen, dann sagen Sie, nein, das war alles lächerlich. Das ist nicht lächerlich. Das ist Solidarität. Das ist Lösung eines riesigen Nestle Problems. Ein riesigen Schlamassel, also ich würde super gerne Zwischenfragen beantworten, aber es gibt keine aktuellen. Kritisieren Sie lieber den Kanzler, der für 20 Stunden nach Japan fliegt. Halt deine Fresse, du Opfer! Boah, Junge, das ist ja wirklich. Scheiß drauf, Digga! Junge, das nächste Mal ist der Zoom-Call, Alter. Aber machen Sie es gerne morgen. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner das Wort Herrn Bundesminister Hubertus Heil. Und bis er dann hier ist, sind wir auch mit dem Platzwechsel fertig. Sick boy. Der Kollege Müller ist so lang. Ja, das liegt daran, Herr Präsident, dass der Kollege Köhler ein wirklich großer Politiker ist. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister Heil, ich kann Ihnen zustimmen. Der Typ ist cool. Sie meinten wahrscheinlich lang statt groß, aber. Sowohl als auch. Und warum haben... Und der ist aber nicht groß, der ist wirklich ein ganz kleines Opfer. Wir in Deutschland, trotz ihres in Deutschland. Taschenspielertricks, immer noch die höchsten Strompreise der Welt. Weil selbst nach Aussage des Wirtschaftsministeriums Windenergie nur zu 5% immer sicher zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass sie eben zu 95% nicht sicher zur Verfügung steht. Und wir deshalb neben jede Windindustrieanlage ein konventionelles Kraftwerk mit der gleichen Leistung stellen müssen, damit das Licht eben nicht ausgeht, wenn gerade mal kein Wind weht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist toll, dass es die Bundestagsmediathek gibt. Gucken Sie sich mal meine letzte Rede an, und dann sind die Ausführungen zur Kernenergie, die Sie getätigt haben, abgefrühstückt. Bermuda. Okay, er hat nicht ganz unrecht. Wir sind Platz 2. Am Bermuda liegt die Woche nicht vor uns. Das hat auch bestimmt seine Gründe. Wo ist denn sein Kind? Heute fasst der Deutsche Bundestag einen Beschluss, auf den die Freien Demokraten seit Jahren in der Energiepolitik hin. Jetzt seien Sie doch mal ruhig, es ist ja unerträglich. Nicht alle. Es klingt sehr oft gezwungen, Real Talk. Diese Preissteigerungen, die wir haben, sind unmittelbar auf den Krieg. Oder so, ich würde mal schmunzeln, aber das würde es viel besser rüberkommen, wenn ich jetzt lache. Viele sind darauf zurückzuführen, wie wir auf diesen Krieg reagieren. Und mir kommt es manchmal so vor, dass ich sage, mir passt es nicht, was Putin macht, und deswegen haue ich mir selber eine rein. Und das ist nicht gerade eine vernünftige Politik. Meine Damen und Herren, und Sie wissen auch ganz genau, dass wir auf Dauer es nicht schaffen werden, auch nicht durch die reiche Bundesrepublik Deutschland, durch staatliche Maßnahmen das auszugleichen, was auf wirtschaftlicher Ebene auch durch die Preise dem Bürger zugemutet wird. Wie soll das gehen? Und übrigens heute die CDU darauf hingewiesen, in einer Rede, die ich gehört habe. Ich bin mir nicht sicher, worauf er hinaus will, aber ich glaube, die Richtung gefällt mir nicht. Vollkommen richtig. Aber wo ist denn dann die Lösung? Also bitte, Merz, also, da kann ich nur sagen, der sorgt auf der einen Seite, wir sollen 100 Milliarden ausgeben für Rüstung und sorgt auf der anderen Seite zum Kanzler, du hältst die Schuldenbremse nicht ein. Also irgendwo muss man sich einigen, was man will. Natürlich geht beides nicht, weiß jeder. Da kann man noch so rumjonglieren, wie der FDP-Vorsitzende als Finanzjongleur, der könnte im Zirkus auftreten mit seiner Nummer. Als ich den Antrag gelesen habe, dachte ich, dass ich in einer Zeitschleife gefangen wäre. Hatte ich nicht hier am 17. Februar meine erste Bundestagsrede zu Ihrem Antrag zur Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gehalten? Meine Mitarbeiter konnten mir aber versichern, dass es keine fehlgegangenen Experimente im CERN gab und ich auch nicht in der Matrix gefangen bin. Ganz im Gegenteil. War nicht so semi-lustig. Also, egal wie oft Sie den Antrag noch stellen, wir lehnen ihn überzeugt ab. Und ganz zum Schluss, falls es sich doch um eine Zeitschleife handelt, hier ein kleiner Service. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Hier noch Samstag, glaube ich. Liebe Frau Kollegin Engelhardt. Das war bestimmt extrem hart cringe, was Sie jetzt gesagt haben, deswegen wollte ich einfach skippen, ich wollte es einfach nicht sehen, Digga. Ich würde Sie gerne fragen, da Sie ja gerade den Eindruck erweckt haben, als sei die allgemeine Impfpflicht quasi an der überwiegenden Mehrheit hier gescheitert, ist Ihnen bewusst, dass gegen die allgemeine Impfpflicht in der Form, wie Sie sie vorgeschlagen haben, hier eine negative Kanzlermehrheit war, die dagegen gestimmt hat? Sie haben die Möglichkeit zu antworten, wenn Sie dazu aufstehen würden.
Brandner. Das ist mir so unangenehm, genau. Herr Brandner, jetzt hat die Kollegin Engelhardt die Möglichkeit zu antworten. Ne? Ich kann antworten, aber ich muss nicht. Und deswegen gibt es... Oh, das war auch unangenehm. ...den CO2-Preis seit dem 1. Januar 2020. Es betrifft alle Mieterinnen und Mieter, das ist eben gesagt worden. Aktuell sind es 30 Euro pro Tonne. Ich kann mich daran erinnern, dass das ein Preis gewesen ist. 30 Euro pro Tonne, Jungs, eure Mutter wiegt 30 Tonnen. ...ist der vielen gar nicht hoch genug gewesen, hoch genug sein konnte. Die Vaja Lutschak wird das auch bestätigen. Und viele wollten sozusagen deutlich mehr. Diese 30 Euro, das ist richtig beschrieben worden, müssen zu 100% von den Mieterinnen und Mietern bezahlt werden. Warum? Weil, ja, das hat die Große Koalition beschlossen, aber im Kern war es so, weil die CDU das so wollte. Das muss man klar und deutlich nochmal in Erinnerung rufen, weil die CDU-CSU das so wollte, weil sie sogar den 50-50-Kompromiss abgelehnt hat, dem ja ihre ehemalige Kanzlerin sogar zugestimmt hatte. Das ist eigentlich die Situation. Erst verhindert und dann auch noch... Hey, was macht Angie eigentlich gerade, Jungs? Gibt's sie noch? ...größeren Preis vorgeschlagen. Ich glaube, die ist kaputt. Das war damals die Situation. Dabei können die Mieterinnen und Mieter ja wenig, sehr wenig, eigentlich gar nichts. Doch, das ist schon so zutreffend, Herr Lutschak. Ich war nämlich dabei, ich weiß das ganz genau. Was ich sage, stimmt. Was ich sage, stimmt. Das können Sie darauf verlassen. Ja, verehrter Herr Kollege Lutschak, erstmal vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich muss allerdings sagen, das Bild, was Sie hier zeichnen, dass Mieterinnen und Mieter mit offenem Fenster volle Pulle heizen müssen, das ist so wirklich... Ihr Krise, ist es irgendwie so Promi-Flächer, dass man hat es recherchiert, weiß ich meine, oder... Wenn ich, schade, ich das wäre... Das ist wirklich absurd. Aber ich glaube das nicht. Das kann ich so einfach an dieser Stelle nicht stehen lassen. Aber meine Frage ist, Sie haben hier gesprochen von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die auch Mieterinnen und Mieter tragen würden. Aber stimmen Sie mir zu, dass das, was Sie durchgesetzt haben, auch Sie ganz persönlich in der letzten Legislaturperiode, diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung alleine den Mieterinnen und Mietern aufbürdet? Das ist der Zustand, den wir jetzt haben. Haben nicht auch Vermietende einen Anteil an dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung? Liebe Frau Kollegin Leib, vielen Dank für ich habe nicht wirklich zugehört, wenn ich die Frage. Ich will an einer Stelle zunächst mal korrigieren. Ich habe nicht das Bild aufgemacht, dass Mieterinnen und Mieter schon mal gar nicht alle irgendwie mit offenen Fenstern die ganze Zeit heizen. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe es nur als Beispiel genannt, was Ihre Regelung, die Sie jetzt hier vorschlagen, am Ende bewirken würde. Das nämlich, wenn sich jemand so verhält, das sagt nicht, dass das alle machen, aber es gibt eben Menschen, die gehen verschwenderisch um. Die gehen eben eine halbe Stunde lang am Tag unter die Dusche und andere Dinge. Dass das... Eine halbe Stunde duschen, Digga! Dann überhaupt keinen Einfluss nehmen. Einfach auch Leute, die so unter der Dusche singen oder da Musik sich anmachen. Wie lange duschen die Leute? Was ist los in deren Leben? So, und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Zur zweiten Frage, die Sie gestellt haben. Da komme ich auch noch dazu. Ich bin sehr dafür, dass man die gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch verteilt. Ich habe es ja gesagt. In einem Gebäude, in einem Mietverhältnis, da gibt es zwei Parteien. Vermieter wie auch Mieter. Und beide müssen sozusagen ihren Teil der Verantwortung tragen. Es geht um die Mieterinnen und Mieter. Die müssen ihr Nutzerverhalten darauf einstellen. Aber es geht natürlich auch darum, dass wir Anreize setzen, dass die Vermieter, die Eigentümer von Gebäuden investieren, damit der energetische Zustand von Gebäuden sich verbessert. Und deswegen, und darum geht es jetzt genau in dieser Debatte, darum geht es. Wir brauchen ein abgestuftes, auf den energetischen Zustand des Gebäudes abstellendes Modell. Als ich hier vor drei Wochen zur Antidiskriminierung gesprochen habe, wollte mich doch eine Kollegin prompt dreifach diskriminieren, nämlich wegen meiner Rasse, wegen meines Geschlechtes und wegen des Alters. Wegen seiner Rasse, Jungs. Oh Mann, Alter, hätte einfach die Fresse halten sollen. Es ist wahr, ich wusste schon, dass das kommt. Er sagt, ich will nicht wohl in drei Dinger diskriminiert, Jungs. Frau Fischer, Sie haben diese drei Kriterien doch eben gerade noch einmal erwähnt. Nun, damals musste mich die Kollegin Katja Maas von ihrer Fraktion, alte weiße Männer, das musste mir hinterherrufen, die Diskriminierung gewisser Menschen scheint... Ja, alte weiße Männer ist schon diskriminierend, aber es ist ja, man weiß ja, was damit gemeint ist, aber... Rasse, weiß ich nicht, Digga, also vor 100 Jahren also vielleicht. SPD durchaus. Ich glaube, das Kaiserreich, das findet der klasse. Zum guten Ton zu gehören. Das geht nicht Männern. Aber im Besten warten wir noch auf Prochaska, bis sie Abendessen fertig hat. Oder dann spiele ich vielleicht noch zwei Runden mit, aber ich denke nicht. Hier. Nur, dass Sie hier klar sehen, ich lasse mich von Ihnen nicht diskriminieren, denn ich bin voll und ganz ein alter weißer Mann und das ist auch gut so. Sehr verehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für das Zulassen der Kurzintervention. Verehrter Kollege Kaspar, ich weiß ja nicht, ob Sie... Also hätte das Ding, hätte er nicht das Rassending gesagt, wäre es echt legit, was er gesagt hat. Im Namen vom selbigen heute Morgen gefrühstückt haben. Wenn Sie der gestrigen Sitzung des Finanzausschusses gefolgt hätten, ich könnte noch einen draufsetzen, ist ja Mode, dass wenn wir Sie ertappen, so ein bisschen beim Flunkern, dass Sie dann keine Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie dann heute gestern der Finanzausschusssitzung gelauscht hätten, hätten Sie gesehen, dass Frau Kollegin Hessel in ziemlicher... Erklärungsnot kam, das nachreichen wollte und der Kollege Jan Wenzel-Schmidt exakt auf diesen Punkt gefragt hat und sogar an dieser Stelle, auch da können wir dann unseren Service-Opposition sein, gesagt haben, wenn diese Notifikation erfüllt ist und Sie uns eindeutig beantworten können, ob diese vorliegt, dann könnten wir dieser Änderung entsprechend sogar zustimmen. Das waren die Worte meines Kollegen Jan Wenzel-Schmidt und dann in dieser ungeheuerlichen Art, das hier zu verdrehen und ins Lächerliche zu ziehen, da komme ich zu meiner Eingangsbemerkung zurück, der muss auch heute Morgen Ihren Nachnamen entsprechend sehr gut geschmeckt haben, dieser Kaspar.
Witzig, aber... Also, wir haben hier die Abmachung, uns nicht persönlich zu schmähen. Ansonsten hat der Abgeordnete Kasper jetzt die Möglichkeit zur Erwiderung. Bitte schön. Frau Czalk, ich war auf dem Sportinternat. Ihre Beleidigungen kommen 20 Jahre zu spät. Stehen Sie bitte zeitiger auf. Ja, vielleicht hatte die Frau Hessel nicht die passende Antwort parat, aber dafür gibt es ja auch... Junge, ich hätte ihn so fertig gemacht, ich hätte ihn so die ganze Zeit... Na, Kasper, Kasper, hast du wieder? Ich wäre so ein Stück Scheiße. Zuständige Beamtinnen im Finanzministerium, die diese Frage sehr wohl beantwortet haben. Vielen Dank. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage... Nein, ich gebe da keine Zwischenfrage, ich hasse...